Jürgen Henken sollte jetzt eigentlich die Schlussrede halten. Jürgen Henken vom Bundesausschuss Friedensratschlag, einer der Sprecher. Der ist leider an einer Stimmbanderkrankung erkrankt und hat mich gebeten, seine Rede statt seiner vorzutragen. Liebe Ostermarschiererinnen, liebe Ostermarschierer, die Bundeswehr wird seit nunmehr 20 Jahren auf militärische Interventionsfähigkeit, also auf Kriegsführung im Ausland, aufgerüstet, um den freien Zugang zu natürlichen Ressourcen, wie es in den Richtlinien heißt, militärisch durchzusetzen. Etwa 100 Milliarden Euro flossen bisher in komplett neue Waffensysteme und Ausrüstungen. Infanteristen kommen dabei besonders gut weg. Sollen sie doch den Krieg in fremden Städten im deutschen Interesse siegreich entscheiden. Und nun sollen auch noch Kampfdrohnen hinzukommen, um diesen imperialistischen Wahnsinn zu vervollkommnen? Ich sage nein. Mit mir sagen bisher schon über 100 Organisationen nein, die in einem Appell keine Kampfdrohnen von Regierung und Bundestag den Verzicht auf Kampfdrohnen fordern. Als besonders empörend empfinden wir Äußerungen von Verteidigungsminister de Maizière, wonach die Kampfdrohnen wie jede andere Waffe auch ethisch als wertfrei einzustufen seien. Nein, Drohnen stellen eine völlig neue Waffenqualität dar, die unabsehbare Folgen für Kriege überhaupt zeitigt. Insbesondere 5 Gründe sprechen gegen die Anschaffung deutscher Kampfdrohnen. Erstens, der Einsatz von Kampfdrohnen senkt die Schwelle zum Kriegseintritt, weil keine eigenen Gefallenen befürchtet werden. Bewaffnete Drohnen schaffen neue Kriegsmöglichkeiten. Sie können unbemerkt tief in fremde Territorien eindringen und heimtückisch und überraschend angreifen. Zweitens, der Einsatz von Kampfdrohnen soll angeblich sogenanntes gezieltes Töten ermöglichen. Das bedeutet eine Aushebelung aller rechtsstaatlichen Grundsätze. Politiker, die solche Einsätze anordnen, sind sozusagen Ermittler, Ankläger, Richter und Henker in einer Person. Drittens, selbst wenn das gezielte Töten erstrebenswert wäre, was wir eben nicht finden, ist es so gezielt nicht, wie behauptet wird. Neueste Untersuchungen der UNO in Pakistan haben ergeben, dass circa jede 4. getötete Person eine unbeteiligte Zivilperson war. Zudem wird die Zivilbevölkerung ganzer Landstriche, die ständig von Kampfdrohnen bedroht werden, buchstäblich terrorisiert, weil niemand weiß, wo die Drohnen zuschlagen werden. Wegen des weltumspannenden Krieges gegen den Terror gibt es grundsätzlich kein Land, keine Region mehr, das oder die nicht in das Visier der Antiterrorkrieger geraten könnte. Viertens. Kampfdrohnen, dessen Raketen und Bomben bisher noch von Menschen per Knopfdruck ausgelöst werden, gehören bald der Vergangenheit an. Technische Entwicklungen führen zur Automatisierung, sodass die Entscheidung über den Feuerbefehl von der Drohne selbst gefällt wird. Anders als Menschen sind Killerroboter nicht leidensfähig und schrecken somit vor nichts zurück. Eine derart entfesselte Kriegsmaschinerie führt noch zu noch schrecklicheren Kriegen. Die Opfer dieser Roboterkriege sind aber nach wie vor Menschen. Fünftens, Drohnen als völlig neue Waffenkategorie, zudem in der Anschaffung preiswerter als Kampfflugzeuge, Bomber und Hubschrauber, lösen ein neues Wettrüsten aus. Autonom operierende Drohnengeschwader sind kein Science-Fiction mehr, sondern können Realität werden. Der deutsche Vorkämpfer für Kampfdrohnen, Thomas de Maizière, warb vor dem Bundestag für die Einführung dieser Killerwaffe, indem er sie als äußerst humanes Kampfmittel beschrieb. Als Beispiel führte er an...
Als Beispiel führte er an, kein anderes Mittel sei so gut geeignet wie eine Kampfdrohne, KSK-Soldaten bei der Verhaftung von Terroristen oder zur Rettung von Geiseln zu begleiten und bei Gefahr in Verzug den Gegner unmittelbar zu bekämpfen. Erst Flugzeuge anfordern, dauere länger und sei nicht so präzise in der Wirkung. Und zudem, sagte er später, lehne er Menschenjagd à la USA ab. Also, Leute, alles ist ganz harmlos. Habt euch nicht so. Ist nur zum Schutz der eigenen Leute. Der Minister bagatellisiert diese neue Waffenkategorie. Halten wir mal einen Moment inne. Welche Geschichte hat diese Bundeswehr, die mit solchen Waffen ausgerüstet werden soll? Gibt diese Geschichte Anlass, auf ihre Gesetzestreue, Offenheit und Ehrlichkeit zu bauen? Nein, nein und nochmals nein. Gesetzestreue? 1999 bombardierte sie völkerrechtswidrig, also ohne Mandat der UNO, wegen des Kosovo wochenlang Jugoslawien. Offenheit? Es hat geschlagene mehr als 2 Jahre gedauert, bis herauskam, dass die Bundeswehr den tödlichen Einsatz US-amerikanischer Kampfdrohnen in Afghanistan angefordert hatte. Ehrlichkeit? Was ist das für ein beschämendes Trauerspiel, was sich die Bundeswehr mit dem Bombenmassaker des Oberst Klein am Kundus leistet, mit mehr als 140 toten Zivilpersonen? Feilschen um die Zahl der Getöteten, mickrige Entschädigungszahlungen und die Ablehnung der Verantwortung für das Massaker. An Zynismus unüberbietbar, die Belohnung des Obersten Klein mit dem Generalsrang. Der Minister will uns Sand in die Augen streuen. Wie sieht die gängige Praxis des Einsatzes von Kampfdrohnen denn bisher aus? Die CIA tötet in Pakistan entsprechend einer von US-Präsident Obama abgezeichneten Kill-List. Pakistans Souveränität wird systematisch missachtet, also ständiger Völkerrechtsbruch durch die USA. Meldungen über ähnlich häufige Kampfdrohneneinsätze Großbritanniens in Afghanistan finden kaum den Weg in die Öffentlichkeit. Und sie ist so gut wie nicht bekannt. So viel zur Praxis des Kampfdrohneneinsatzes. Und dazu sollen die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben und Ja sagen? Das tun sie auch nicht. Eine repräsentative Meinungsumfrage des ARD Deutschlandtrends, die Ende Januar durchgeführt wurde, belegt, dass 65% die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr ablehnen und nur 32% dafür sind. Wohl auch angesichts dieses Gegenwinds entschloss sich die Bundesregierung, Tempo rauszunehmen und die Entscheidung über die Anschaffung von Kampfdrohnen auf die Zeit nach den Bundestagswahlen zu verschieben. Das eröffnet uns nun die Chance, eine noch breitere Bewegung dagegen zu mobilisieren. Die bundesweit getragene Kampagne gegen Kampfdrohnen hat einen guten Start. Innerhalb von 6 Tagen haben schon über 1000 Bürgerinnen und Bürger online unterschrieben. Dabei ist sie noch gar nicht richtig angelaufen. Diese hohe Zahl von Unterschriften lässt darauf schließen, dass das Thema Kampfdrohnen einen Nerv trifft und dass die Leute hoffen, dass sie mit ihrer Unterschrift tatsächlich etwas bewirken. Ich fordere euch auf, unterschreibt selbst den Appell. Nehmt euch Listen mit zum Sammeln und gebt Listen an andere weiter. Informiert euch auf der Homepage der Kampagne www.drohnen-kampagne.de. Danke. Für Henken. Die Listen für die Drohnenkampagne gibt es im Auto mit der Taube drauf. Ich sehe das gerade nicht. Ah, ist wieder rausgefahren. Ja, dann gibt es die Listen nicht da. Oder wie? Ja, die gibt es.
Also die Taube steht da vorne und da gibt es die Listen. Ansonsten ladet sie euch runter aus dem Internet und werbt und sammelt Unterschriften. Ich soll jetzt noch mal ansagen, weil das sind natürlich die wenigen, die jetzt noch hier verblieben sind, wollen das wissen und die Presse will das auch wissen. Während des Marsches nahmen an selbigen über 1000 Personen teil. Das ist besser als nichts. Ja. Und ihr, die ihr durchgehalten habt, dürft jetzt auch gleich nach Hause gehen. Alle, die Plakate von uns in Empfang genommen haben, werden gebeten, diese hier hinten wieder abzulegen. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass am 1. Mai ein Nazi-Aufmarsch geplant ist. Alles Nähere kann man lesen unter im Internet finden unter 1. Mai Schöne Weide. In Büchel, das wurde schon auf dem Weg hingewiesen. Gott, glücklicherweise haben sich auch schon mehrere Künstleraktionen wieder gefunden und Lebenslaute wird dort in Büchel ein großes Orchester- und Chorkonzert liefern. Wer also gerne singt, möge sich dort melden. Ich werde hier immer am Bein gehauen. Ja? Also ich höre gerade, ihr könnt auch noch selbst eure Unterschriften jetzt abgeben. Es steht dort noch ein Tisch. Also wie gesagt, unterstützt diese Kampagne. Lasst sie zu das werden, was sie verdient. Nämlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung so laut artikuliert, dass wir keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr wollen. Dass das auch diese Frau da hinten endlich hört. Und damit ist unsere diesjährige Ostermarsch-Kundgebung beendet. Vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause.